Hey Leute, willkommen zurück zu Spellstone. Der Guild War ist zu Ende. Schön. Endlich. So, wir haben es geschafft. Wir sind an Platz 13 geworden. Ist vollkommen okay. Wir hatten ein paar Ausreißer, aber wie schon letztens erwähnt, wir werden ein paar austauschen. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass irgendjemand zu schwach ist oder irgend sowas, falls ihr das denkt. So, es geht rein da um Aktivität. Sonst gar nichts. Die Aktivität war bei einigen sowas von dem Arsch. Deswegen werden wir da ein bisschen rumwurschteln müssen. Aber Leute, erstmal Glückwunsch an Matze, Platz 1 bei uns. Dann XD, Skeletor, Stefan, Nuttefrost, Darkcats, One, Dominik, ich, Jens, Hesselhoff, Gekbu, Maxi, Diana, Scripting und Raphael. Die alle über 10.000 Punkte nenne ich mal. Sonst wird das hier eine zu lange Liste. Glückwunsch Leute, mega nice gespielt. GG. Das richtig sehe, hat Matze gar nichts verloren, oder? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall, hoppla. Belohnung. Was kriegen wir denn? Platz 11 bis 15 kriegt das gleiche. Wir kriegen 60 Splitter von dem Vogel. Was leider 10 zu wenig sind, dass ich ihn aufrüsten kann. Aber es endet ja zum Glück noch bald. Es endet zum Glück ja noch bald ein Event. Bald noch ein Event, meine Fresse. Ja, die Belohnung kriegt was nie geil. Aber diese Splitter sind nämlich ziemlich nice. Das gab es früher ja nicht. Jetzt hat man endlich mal was Cooles. Ich recht erinnere, endet das Event hier auch bald genau. Und dann kriegt man ja auch... Wo bin ich denn? Hier bin ich gerade. 110! Nice! Also nicht vergessen, wenn ihr im Guild Wars wenig bekommen habt, hier kriegt ihr auch nochmal welche in 72 Stunden. Mega, mega nice. Also ja, wir sind Platz 13 geworden. Ich habe geglückwünscht. Hoppla. Ich habe geglückwünscht. Und ja, Belohnung können wir 10 Minuten abholen. War jetzt nicht schlecht. Glückwunsch an Elite ist noch vor uns und sonst nichts Deutsches. Sehe ich noch was? Wir drin, go! Glückwunsch, 27. Austrian, 33. Glückwunsch. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welchen Platz habt ihr mit eurer Gilde erreicht. Haut's mal unten rein und auch gerne dazu, wie viele Punkte ihr geschafft habt. Immer neugierig, der Rabbit. Und was wir jetzt noch ganz dringend machen müssen, es gab ein neues Chance Pack heute. Es ist Montag. A, ist das ein Scheißtag, aber B, es gibt ein neues Chance Pack. Mit einer neuen Karte. Avian Insekt. Yeah. Boah, da muss man ja Glück haben, dass die Events kommen. Mächtigen Insekt 7. Also hoffentlich meistens sich selbst. Erstarren und Berserk. Ist nicht so schlecht. Oder relativ viel Leben für 2 Verzögerungen. Habe ich schon Schlechteres gesehen. Haut mich aber nicht um. Dann den hier kennen wir eh schon. Blitzwahl, Frostbeil, Schwächen. Es war nur Avian, genau. Ist okay. Bei Long, mega geile Karte. Ich mag den Drachen sehr. Und unser geliebter Luckfrog ist natürlich auch im Chancepack mit dabei, damit sich dieses im Grunde genommen, also wenn man das ganze Chancepack betrachtet, schlechten Chancepack, damit sich das verkauft, ist natürlich der Luckfrog drin, ganz klar. Also ich würde es auf keinen Fall kaufen. Allein schon, weil ich diese Karte nicht haben will. Punkt. Ich boykottiere diese Karte. Epics. Dodora, mega geil. Shadowcrafter, mega geil. Die zwei sind super. Dodora vor allem, einer der besten Epics überhaupt. Und Tsunamari auch nicht schlecht. Also drei Epics sind, also eine super, zwei ganz okay. Und letztens sind auch mindestens drei okay. Luckfrog rede ich nicht und ja. Ich würde es nicht öffnen, wie gesagt. Der Luckfrog ist nicht ohne Grund da drin, sondern das ist ein Verkaufsargument, dass überhaupt jemand das kauft. Also ich würde es nicht unterstützen, dass sie ständig weiterhin OP-Frösche rausknallen. Was wir nochmal sehen, ne? In 3 Tagen ne? Enden die Untoten. Das ist nicht gut, denn mein Deck läuft ziemlich geil. Und jetzt kann man die Untoten weg, das freut mich gar nicht. Wie ihr wisst, Elementare kommt als nächstes. Und muss ich wieder hart umbauen. Eine Kiste auch. Ja, war okay. War okay. Geht schlechter. Ich bin heute auch wieder auf Platin 1 hochgerutscht, dank Reckless. Dankeschön. Ein Rubinspieler, der Arme. Ich musste leider hart verhauen und da war ich noch Platin 2. Es hat sich einige Punkte gekostet. Sorry. Ich finde es immer traurig, Rubinspieler zu verhauen, denn die geben sich so Mühe, da hochzukommen. Und da kommt so ein Platin 2 Spieler, oder jetzt Platin 1 Spieler, und knallt sie weg. Also das tut schon weh. Da verliert man hart Punkte. Also, sorry. Ja, hier haben wir auch schon 90.000. Also, dass ich auf Rang 17 abfalle, ja, da muss schon ein Erdbeben passieren, ein Meteoriteneinschlag.
Ich werde nicht mehr abfallen. Ja, ich mache ein bisschen Sorgen schon. Weil 3 Tage ist echt nicht mehr lang und dann kann ich dieses wunderschöne Deck hier so nicht mehr spielen. Aber ich bin am überlegen, wie genau ich es abändere. Das wird wieder ziemlich hart die ersten Tage. Ich glaube, ich sollte an diesem Deck hier nicht zu viel verändern. Er hätte zum Beispiel weiterhin Berserk. Der hat weiterhin Heilen und so weiter. Also ich muss erst gucken. Ich traue mich da jetzt nicht zu viel dran rumbasteln, weil das Deck funktioniert in meiner Hand so geil. Also ich knall fast alles weg. Das ist mein Deck. Und ich habe jetzt Angst, da viel zu rumzubasteln. Deswegen werde ich jetzt nicht zu viel dran ändern erstmal. Also ich versuche möglichst gleich zu bleiben. Ich werde es aber auch nicht so machen, wie viele seit dem letzten Froschbege einfach weiterhin Froschdecks spielen. Das würde mich so richtig hart abfacken. Noch zweimal so ist sehr schön. Fast 300 schon sehr nice. Soweit ich weiß, hat Diana schon Narix mystisch. Ich traue mich jetzt nicht, ihr Deck zu zeigen, dann schreit sie mich wieder an und verhaut mich und gibt mir böse Tiernamen, so wie Schmetterling. Und bin bei Glückwunsch Diana zu mystisch Narix mehr geil. Das brauche ich auch noch hart. Kommen die Events, sehen wir schon was? Nein. Wir sehen nur das, was in 3 Tagen ändert auf der Map. Habe ich gezeigt gerade vorher. Das ändert dann, was nächstes Wochenende für ein Event kommt. Puh, gute Frage. Es könnte mal ein Raid endlich wieder sein. Oder ein Dungeon. Bin gespannt. Raid oder Dungeon? Was tippt ihr? Also ohne jetzt irgendwo nachzulesen. Wenn ihr wirklich nicht wisst, was am Wochenende kommt, schreibt mir in die Kommentare. Glaubt ihr, es kommt ein Raid oder ein Dungeon-Event? Ich kann mich gerade echt nicht erinnern, was letztes Mal war. Ich würde aber eher auf Raid tippen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen Raid. Und jetzt geben wir uns noch das ganze Gold natürlich aus. Das muss endlich mal weg. Wir müssen das hinter uns bringen. Und endlich mal das ganze Gold ausgeben. Das werde ich dann hart benutzen natürlich, um Elementarkarten aufzuwerten. Und wie gesagt, zieht keine Karten. Epic und Legend. Nice. Zieht keine... Was wollte ich denn sagen? Elementarkarten, die ihr verdampft habt, raus, sondern wartet. Es kommt sicher wieder ein Kartenbuff. Und dann sind die... Vielleicht die Karten, die ihr haben wollt, die Elementarkarten, billiger wieder rauszuholen aus der verdammten Kiste. Also immer schon abwarten. Noch eine Epic, sehr schön. Deswegen spare ich auch gerade ein bisschen meinen Staub und traue mich nicht wirklich was aufzurüsten. Außerdem Doppelschlagvogel vielleicht. Ah, ist noch schwer. Ist halt noch die Frage, was für ein Deck ich baue. Das ist die große Frage. Das werde ich später in Ruhe mal ein bisschen rumprobieren schon. Ein Avian Elementardeck. Ich spiele halt schon gern mit Karten des jeweiligen BGEs, denn dafür ist ja gedacht, sind die BGEs ja gedacht, dass man abwechselnd Sachen spielt. Man könnte auch das ganze Jahr so ein dummes Froschdeck spielen, aber dann geht euch doch der Spaß, oder? Wenn ihr 365 Tage im Jahr das gleiche Deck spielt, kann ich mir jetzt nicht so lustig vorstellen. Deswegen freue ich mich immer, wenn eine BGE wechselt auch. Also jetzt freue ich mich gerade nicht, denn mein Deck ist so geil. Aber ja, an und für sich ist das eine coole Sache. Und haltet auch, glaube ich, meiner Meinung nach das Spiel hart am Leben, dass man halt ständig umdenken muss. Ich hätte mir zwar trotzdem hart gewünscht, dass die Engel endlich mal wieder kommen und nicht nochmal Elementar. Aber für Free-to-Play-Spiele ist Elementar beginnlich super mit Eiston, Demon, Rhythm of the Wild und noch eine Epic. Lass mich überraschen. Viele spielen auch jetzt schon ganz viele Elementarkarten wegen diesen Free-to-Play-Wild-Decks. Von denen habe ich aber zurzeit null Angst. Klatsche ich immer weg. Bin gespannt, wie sich das ändern wird. Im Elementar-BGE. Da hat Eiston Demon nämlich verdammt viel Attack. Mit einer Legend und 3 Epic, wenn ich mich recht erinnere. Man nebenbei quatscht, vergisst man die Hälfte wieder. Mal sehen. Die Legend, die wir gezogen haben, werde ich auch nicht nochmal bauen. Die werde ich verdampfen. Interessiert mich nicht so. Ich habe sie einmal schon komplett mit einer Legend-Rune. Reicht erstmal. Ich brauche den Frosch nicht zweimal. Baue ich lieber andere Sachen, die ich noch rumliegen habe. Wie gesagt, das muss ich jetzt mal kurz. Muss ich tagelang überlegen, was für ein Deck ich baue. Und dann kann ich immer noch, nämlich das Coole ist ja, ich kann dann spontan eine komplett neue Legend-Karte von 0 auf fertig bauen und das ist halt mega nice. So einen Puffer im Hinterkopf zu haben, ist halt mega cool. So, also meine letzten 1000 und keine Legend mehr. Schade. Das wird dafür jetzt wieder 3 Jahre dauern und 2 Monate. Den brauchen wir nicht. Den, wie gesagt, bin noch am überlegen. Brauchen wir nicht.
Den behalte ich auch erstmal, ist eine coole Karte. Der mit seinem Schild alle ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, aber es hat eine Supportkarte. Den haben wir auch weg, braucht keiner. So. Wow, das ist viel Staub. Wir sind bei über 3000 Staub. Geil. Geil. Damit kann ich eine Legend und eine Epic komplett bauen. Das ist schon cool. Wie gesagt, vor allem jetzt nachdem der BG wechselt, ist das eine coole Sache. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch EOS, wenn dann die Quests freigeschalten werden, wahrscheinlich auch in 72 Stunden, dann ist wahrscheinlich der auch vierfach verfügbar und das wäre halt mega geil. Habe ich eigentlich noch? Habe ich eigentlich noch? Ich sag doch immer, für EOS ist meiner Meinung nach, die heilen alle Rune am besten. Habe ich eine? Ich habe wirklich eine. Nee, nur Greater Healing. Es bringt gar nichts. Nee. Ich habe keine Heilen alle. Oder zeigt es mir nicht an gerade. Das kann auch sein. Moment. Weil er eben noch auf Heilen ist und nicht auf. Heilen alle. Healing. Mass Healing. Ja, habe ich doch noch eine Rune. Wahrscheinlich gebe ich die direkt EOS. Eine Verzögerung. Heilen alle 3 plus Blitz alle 2. Ist schon geil. Ist auf jeden Fall geil. Wie lange jetzt gequatscht? Eine Minute noch. Sehr schön. Dann lösen wir das nämlich noch ein. Und dann haben wir es für heute im Video geschafft. Kistencheck, wie gesagt, ich unterstütze diese Luck Frogs nicht. Vor allem, es hat echt einen Grund, warum der da drin ist. Die würden nicht einfach reinpacken zu Avian-Karten und Untoten. Wenn sie nicht einen Hintergedanken hätten, dass die Kiste an für sich nicht gut ist, aber durch den Luck Frog kaufen es die Leute trotzdem. Allein aus dem Grund schon unterstütze ich diese Kiste auf keinen Fall. Ne. Null, nothing, niente, nada. Hier habe ich mir eine Embersoul gekauft übrigens. Ah, Ribitaxu, so geil. So eine geile Karte. Moment mal, Ribitaxu. Habe ich da nicht jemanden? Eine Verzögerung, Frosch. Hatte ich den nicht einmal? Nö, gar nicht, echt nicht? Echt nicht? Ah, schade. Ich brauche unbedingt nochmal. Ist auch einer meiner Lieblingsfrösche. Wie gesagt, ich verstehe trotzdem nicht, was genau. Es wäre auch cool, wenn zum Beispiel der nochmal drin wäre. Zweifache war da schon gar nicht schlecht, weil ich mich erinnere. Blitz alle 2. Ja, besser ist nicht, auf jeden Fall. Immer schön im Job. Den Shop abchecken. Ob eine Karte drin ist, die ihr benötigt. Hier ist leider gar nichts. Schade, schade. Der Ribitaxu ist halt echt geil. Ich überlege gerade, ob ich ihn jetzt einmal hole und da kommt nochmal, ob ich ihn dann nochmal holen soll. Das Wort spreche ich jetzt hier nicht aus. Ich überlege noch, ob ich ihn jetzt einmal hole und wenn er das nächste Mal wiederkommt, dann wieder einmal hole und wieder und bla bla bla. Könnte sich. Oh, unsere Belohnung. Können sich auszahlen. Oh, wir können craften, genau. Und da seht ihr es. Mir fehlt leider. Die Karte interessiert mich gerade überhaupt nicht. Ich habe heute gesehen, jemand, der hat sie mit Legend Abschöpfrune gespielt. Das war irgendwie krass. Aber ich finde die Karte an für sich nicht so gut. Hier fehlen uns leider jetzt 10. 10 fucking Dinger und leider nur, um ihn aufzuwerten. Schade, schade. Aber wir können craften noch schnell. Am Ende dieser Folge craften noch Epic Pack und hoffen auf eine Legend. Die wahrscheinlich zu Staub verursachen. Eine Epic, okay, schade. Und Legend Pack doch auch, ne? Ja. Rhythm of the Wild, bitte. Danke. Ne, fast. Racheengel, leider nur ein Racheengel. Sonst noch was? Legend Drohne, fehlen mir noch die Sliver. Ich, vom Rest habe ich genug, aber mir fehlen noch Sliver. Vielleicht ist ja noch in etwas in den 3 Arenenkisten, die gerade laufen bei mir. Das Gold löse ich auch immer gleich ein. Weil warum nicht, ne? Es wird ja schlecht, Leute. Es wird ja schlecht. Mit schnellem Doppelklick, wie gesagt, kann man noch zweimal öffnen. Es geht lustigerweise immer. Aber irgendwie schaffe ich es nur am PC. Am Handy schaffe ich das nicht. Da bin ich schnell genug. Brauche einen schnelleren Handyfinger, eindeutig. Das Gold auch noch eingelöst. Weißt du was? Zum Abschluss öffnen wir noch die 1000 Gold, wenn wir es jetzt schon mal haben. Und dann beenden wir diese Folge für heute. Ach, schade. Der Legend am Abschluss wäre cool gewesen. Aber wir hatten eine Legend drin. Kann man nichts dran schieben. Kann man nichts meckern, ja? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie weit ihr es mit eurer Gilde geschafft habt. Und so weiter und so weiter. Und bei Wehrhasen weiß ich noch nicht, wie viele Plätze jetzt frei werden. Wirklich. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Wir haben 2 Bewerber. Also wir können schon 2 inaktive. Einmal wiederhole ich es noch. Wir werfen niemanden raus, der schlecht ist, sondern die inaktiv sind. Okay? Und da werden wir jetzt auf jeden Fall noch abchecken, was wie abgegangen ist. Und 2 Bewerber haben wir, wie gesagt, wenn wir mehr als 2 Plätze frei haben werden, erfahrt ihr es morgen extra in dem Video.
Und ja Leute, sonst, wie gesagt, wenn es gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen und schaut gerne auch bei den anderen Let's Plays vorbei. Bis jetzt beim nächsten Mal, Leute. Viel Spaß, haut rein und ciao.